wollen deine Freunde sehen, heute fern. Heute fern. Denn man kann was Neues von Leuten lernen. Die Sendung heißt Nachtschicht. Und das mit Absicht. Wird's draußen dunkler, dann leuchtet fern. Pommesduft in der Luft und Alkoxid. Dazu gibt's Currywurst mit Live-Musik. Bequem und praktisch. Das alles praktisch. Willkommen bei Dresden Fernsehen zur Nachtschicht. Ja, grüß Sie, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Nachtschicht-Ausgabe hier aus der Dresdner Neustadt. Und diesmal wird es gruselig bei uns, denn meine Gäste haben einen Kriminalroman mystisch düster vertont. Und in den hören wir rein, denn ich habe die Autorin aus Pirna, Anne Krahl, zu Gast und ihren begnadeten Pianisten Oliver Nimzig. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Dein Pianist Anne ist voll im Element. Ich komme schon mal zu dir rum. So. Ja, erstmal hallo. Hallo. Ja, schön, dass wir es heute nach Dresden geschafft haben. Ich habe ja schon eben gesagt, ihr seid ja aus Pirna, beziehungsweise du bist aus Pirna, eine Autorin. Und ihr habt ein ganz besonderes Projekt, sage ich jetzt mal, auf die Beine gestellt. Du hast schon mehrere Bücher geschrieben und dein neu erschienenes Buch, ein Kriminalroman, Mein Schnee. Du hast es auch hier mit, wir können es auch gerne mal in die Kamera zeigen. Da hast du dich mit dem Oliver zusammengetan und ihr veranstaltet jetzt sozusagen Lesungen mit Musik. Vielleicht kannst du es am besten erklären, ne? Ja, Lesungen mit Musik wäre ein bisschen einfach gedacht. Es ist so, dass wir hatten beide in der Veranstaltung im Kulturcafé in Donau und da ist der Christoph auf uns aufmerksam geworden und hat sich so gedacht, also diese gruselige Geschichte und diese gruselige Musik, das passt irgendwie gut zusammen. Und hat uns beide zusammen eingeladen und hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man da was draus machen kann. Und der Olli, der Pianist, hat dann gesagt, okay, ich könnte mir auch Musik dazu einfallen lassen. Also wurde es wirklich so, dass ich ihm die Textstellen gegeben habe und er hat passend dazu die Musik komponiert, die einzig nur für dieses Projekt erarbeitet wurde. Also das ist ja, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, das habt ihr ja nicht innerhalb von 2 Wochen auf die Beine gestellt, nehme ich mal an. 2 Monate. Okay, kürzer als gedacht. Ja, ja, also das ist schon eine ganz große Leistung, muss man sagen. Wir haben uns dann gegenseitig ein bisschen gepusht, dass wir wirklich alles zusammen hingekriegt haben. Dann natürlich viel üben, ist auch klar. Aber an sich, muss ich sagen, hat das super geklappt. Und wir hatten wirklich gute Unterstützer, auch im Familienkreis und so, dass das alles geklappt hat, dass wir uns die Zeit dafür nehmen konnten. Kurz auf dein Buch einzugehen, Mein Schnee, da ist es ja so, wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel verraten, ne? Dass Johanna, glaube ich, heißt die Hauptakteurin, einzieht in ein neues Haus und ich glaube, dort wird es ein bisschen gruselig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also es ist ein altes Haus und meistens ist es so, dass in alten Häusern ja schon Leute vorher gelebt haben und ihre Geschichte hatten und die Johanna mit ihrer Familie, die erlebt nun ein bisschen was nicht so ganz in Ordnung ist und sie versucht der Sache auf den Grund zu gehen, was ihr letztendlich fast das Leben kostet. Und wir wollen natürlich jetzt auch den Zuschauern mal zeigen, damit man sich auch besser vorstellen kann, wie das in Kombination mit deinem Pianist, dem Olli, ist, was ihr da genau macht. Ihr habt euch ja heute ein paar Sequenzen, sag ich jetzt mal, aus eurem Stück rausgesucht, um uns auch zu zeigen. Ja, also wir haben 2 Sequenzen rausgesucht, die ein bisschen einstimmen sollen auf dieses ganze Thema. Also es ist etwas gruselig und es ist etwas, anders, als man das normal kennt. Und jeder soll sich einfach selber ein Bild davon machen. Bilder sind dazu, Musik ist dazu und Text. Und letztendlich sagen wir immer, es ist so eine Art Lego-Film zum Selbstbauen. Da sind wir jetzt gleich sehr gespannt, aber das haben wir ganz vergessen. Hier vorne steht ja noch was auf unserem Tisch, weil bei euch gehört das traditionell natürlich bei so einer musikalisch untermalten Lesung dazu. Ne? Was haben wir denn hier stehen? Ja, also wir haben unser Blut natürlich mitgebracht, was das Ganze gruseliger macht. Also ja, also es passt einfach so insgesamt so zu unserem Bild und das gehört einfach in dieses Rahmenprogramm mit hinein. Aber gut, okay. Sie darf ruhig mal kosten. Soll ich jetzt Angst haben? Werde ich zum Vampir? Wahrscheinlich. Kann man trinken. Gut.
Also, dann würde ich sagen, wir wollen Sie nicht lange auf die Folter spannen. Wir hören jetzt rein in den ersten Auszug aus eurem ja düster, mystisch vertonten Kriminalroman Mein Schnee. Mit dem Satz Tischlerei Bingen, was kann ich für Sie tun, meldete sich eine freundliche Dame am anderen Ende der Leitung. In gleicher Freundlichkeit trug Johanna ihr Anliegen vor. Die Dame lauschte aufmerksam. Dann fragte sie nach der Adresse, um einen Kollegen wegen des Angebots vorbeizuschicken. Johanna gab die Daten durch. Auf der anderen Seite herrschte plötzlich Stille. Johanna erschrak. »Sind Sie noch da?« hauchte sie in die Muschel. Es ertönte kein Laut, nur das Klacken, wenn der Hörer zur Seite gelegt wird. Johanna presste den Lautsprecher ganz fest an ihr Ohr und vernahm die Fetzen eines geflüsterten Gespräches zwischen der freundlichen Dame und einem unbekannten Mann. »Nein, das können wir nicht. Weißt du nicht beim letzten Mal? Du bist wohl verrückt. Keine Diskussion.« Kein Auftrag mehr von dort. Danach knackte es ein paar Mal und das Besetzzeichen tutete lautstark in Johannas Gehörgang. Sie schüttelte den Kopf und legte auf. Einige Minuten später, ihr Finger war im Branchenbuch ein paar Anzeigen weiter nach unten gerutscht, läutete es in einem anderen Gewerbebetrieb. Nach fast 10 vergeblichen Ruftönen antwortete die Gegenseite mit einem genervten »Ja, Weiher, Tischlerei und so weiter.« Der Mann schnaufte tüchtig in den Gegensprecher und Johanna spürte förmlich, wie die Schweißperlen ihm dabei auf das Mikrofon tropften. Auch diesmal brachte die junge Frau ihr Gesuch vor. Die Gegenseite hüstelte und räusperte sich dauernd, sodass Johanna manchen Satz wiederholen musste. »Ich sehe es mir mal an«, meinte der Gehetzte. »Wo soll ich hinkommen?« Vor dieser Frage fürchtete sie sich nach dem letzten Gespräch ein wenig. Nach kurzem Zögern nannte sie den gewünschten Ort. Das Hüsteln wurde stärker und ging in einen regelrechten Krampf über. Der Mann kriegte sich gar nicht wieder ein. Er japste und röchelte, schlug sich mit der flachen Hand auf die Brust. Aus dem Hörer kamen Geräusche, als würde etwas Schweres zu Boden fallen. Dann klapperte es kurz und schließlich wurde es ruhiger. Nur ein leises Ticken drang an Johannas Ohr, die den Hörer immer noch fest gegen den Kopf drückte. Mit einem Mal riss sie sich von dem Geräusch los, schüttelte sich und knallte den Hörer auf den Apparat. Ihr Gesicht glühte und 1000 Gedanken rasten in ihr auf und nieder. Was war gerade passiert?
hatte sie dem Mann so einen Schrecken eingejagt, dass ihm die Luft wegblieb. Vielleicht war ihm auch nur der Stress auf die Lunge geschlagen oder er war starker Raucher. Sie schluckte, ihre Hände zitterten. Vermutlich aß er gerade zum Mittag und ihm steckte wohl ein Bissen fest. Tröstete sie sich schließlich und klappte das Buch zu. Olli doch auch mal zu uns an den Tisch. Bis jetzt haben wir ja noch gar nicht reden können. Olli, man muss ja sagen, du bist ja jetzt nicht immer am Piano. Ich habe gelesen, dass du eigentlich, ja, du bist Doktor der Chemie, du darfst mich gerne korrigieren und glaube in Wasserstofftechnologie. Und ich dachte so, wow, das ist ja was. Was machst du denn, wenn du nicht am Piano sitzt? Sagen wir so, ich bin eigentlich hauptberuflich Berufsmusiker. Ich habe meinen ersten Beruf hier nicht Chemiker. Und habe mal im Maschinenbau promoviert quasi und hatte dort mit Verfahrenstechnik zu tun, also Wasserstoff und Materialtechnik, das heißt Materialentwicklung und das und ein bisschen Verfahrenstechnik, daher im Maschinenbau, das heißt Verfahrenstechnik. Und das, daher konnte ich als Chemiker im Maschinenbau eben promovieren. Und das war die Wasserstoff, die Brennstoffzellen, das war eben zu dem Zeitpunkt eben sehr aktuell und ist, ich denke mal, es könnte auch wieder aktuell werden. Und da ging, das ist also nichts anderes als Umkehr der Wasserelektrolyse, dass man eben mit Wasserstoff und Sauerstoff Strom erzeugt. So genau, jetzt konnte ich glaube auch fast gar nicht mehr folgen. Da müssen wir glaube ich noch eine extra Stunde dann einlegen, wenn wir näher auf die Chemie eingehen. Aber die Chemie zwischen euch beiden stimmt ja auf alle Fälle. Ihr habt euch gefunden. Du bist jetzt als Pianist unterwegs und natürlich muss man auch sagen, nicht nur in dem Projekt. Du bist ja auch noch woanders in Dresden und Umgebung am Piano zu finden, ne? Ja, und zwar ist es so, dass ich... jetzt in der nächsten Zeit zum Beispiel in der Twist Skybar im Inside Hotel, da spiele ich das nächste Mal zum 6. Oktober und dann immer zum ersten Samstag, also am ersten Samstag dann, ersten am 3.11. und 1.12. Das ist immer zum ersten Samstag spiele ich in der Twist Skybar, da steht ein Flügel. Ja, und hier ist es ja nun so, dass das wirklich mystisch, sage ich jetzt mal, von deinem Piano untermalt wird. Aber soweit ich das weiß, ist das ja jetzt nicht dein einziges Genre, sage ich jetzt mal, ne? Ja, richtig. Das heißt, es ist quasi aus meinem Projekt Düster Piano. Das sind im Prinzip also mystisch, romantisch bis eben Metal von der musikalischen Ausrichtung. Entstanden ist das, weil ich spiele in meinem Hauptbereich als Berufsmusiker eher so Lounge-Musik und man sagt auch keine Löffelmusik oder Musik, die dann auch begleitet. Und da ist in einem Restaurant, haben die Gäste gesagt, ey, kannst nicht mal was Fröhliches spielen? Ja? Und da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir ein Projekt, da wird absichtlich was Trauriges gespielt. Da war Düster Piano geboren und Düster Piano hat zum ersten Mal seit 2010 auf dem Wave Gothic-Treffen in Leipzig gespielt. Und seither spiele ich dort in Folge, gehört dort quasi zum Inventar. Und ansonsten spiele ich eben auch vom Volkslied, also auch, oder eben auch Lounge-Musik. Also zum Beispiel in Bellevue oder bin ich jetzt gespielt. Ja, oder natürlich in einem anderen Outfit. Im anderen Outfit, natürlich im Anzug und so. Oder auch auf Trauungen. Und ihr habt natürlich das Ganze jetzt auch in eurer Inszenierung, sage ich jetzt mal, bühnenbildtechnisch angepasst. Das heißt, wir haben es ja schon gesehen, die Kerzen mitstehen. Ihr habt Kostüme an, die du, glaube ich, sogar ja selber nähst, ne? Also das hast du dir alles auch ausgedacht, denke ich. Ja, also es musste ein bisschen auf mich zugeschneidert werden und da habe ich mir gedacht, also wenn ich das will, was mir gefällt, dann muss ich es einfach selber machen. Und dann dachte ich mir, naja, der Schmuck muss halt dazu passen, da habe ich den auch noch selbst gefertigt und passend auch dazu ist die Mappe eingeschlagen mit demselben Stoff, wie das Kleid ist. Und den Schmuck hast du auch selber gemacht, okay. Bist du da auch sonst so unterwegs, dass man da auf Märkten, ich sag mal so Mittelaltermärkte, könnte ich mir gut vorstellen jetzt, dass man da auch was von dir erwerben kann?
Ja, auf Märkten schon, aber nicht direkt Mittelaltermärkte, sondern eher so Kreativmärkte, wo alles Mögliche, was kreativ möglich ist, angeboten wird. Dort findet man mich auch öfter. Wo kann man denn dann das Ganze auch hören, beziehungsweise ja deiner oder der Geschichte folgen? Ja, wir sind das nächste Mal am 1.11. diesen Jahres im Kunsthof Gohlis. Ansonsten, glaube, kann man euch ja direkt auch buchen damit, oder? Wie ist das? Kann ich jetzt auch sagen, ich habe jetzt einen Veranstaltungsort und möchte sowas mal stattfinden lassen? Oder sucht ihr euch das dann selber aus, wo ihr dann auch auftretet? Also beides. Wir lassen uns natürlich gern buchen. Das passiert über unsere Agentur, über den Christoph Mitschke in Dohna. Und ansonsten sind wir natürlich auch selbst auf der Suche nach schönen Orten, wo es uns richtig Spaß macht zu spielen, wo einfach das Ambiente passt, in Schlössern, alten Burgen und so. Diese Gemäuer, die haben sowieso schon was Mystisches an sich. Habt ihr jetzt schon einige Auftritte auch gehabt? Also wie lange macht ihr das denn jetzt eigentlich schon? Also jetzt schon 2 Jahre und also so da vom Ambiente oder auch von der Stimmung her, der schönste Auftritt fand ich war im Schloss Lauenstein, weil die ist so ein alter, so ein Rittersaal und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gemäuer dort, muss man sagen. Also es war zwar schweinekalt, aber es war wunderschön. Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass du natürlich Buchautorin bist. Wir haben ja noch andere Bücher von dir. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Also machst du das jetzt? Ist das auch für dich jetzt Hauptberuf geworden? Und sind das immer alles Kriminalromane? Also zum Schreiben gekommen bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Okay. Also mich hat einfach gestört, dass so viele Prominente, die schon einen Haufen Geld haben, sich noch mehr Geld verdienen wollten, indem sie ihre Biografien schreiben lassen. Und da habe ich mir gedacht, also das kriegst du auch noch hin. Und habe dann mal angefangen mit einem Roman. Das war das erste über die Liebe und das Leben und wie man mit beiden zurechtkommt. Also kein Kriminalroman? Kein Kriminalroman. Dann habe ich die Lebensgeschichte meiner Großmutter aufgeschrieben. Es ist eine biografische Erzählung. Dann kommen wir jetzt endlich zu den Krimis. Also das ist der erste. Modus operandi, das ist nach einer wahren Begebenheit. Und es ist im Raum Meißen passiert, also auch ganz um die Ecke hier. Ist das erfunden oder hast du dich inspirieren lassen? Das ist eine wahre Geschichte. Ja. Und das Drumherum, das wird halt... So das Lokalkolorit sozusagen. Genau. Ich meine, es gibt ja ganz viele Kriminalromane. Ich sage jetzt nur Donna Leon mit Kommissar Brunetti, die eben wo spielen, ne? Venedig in dem Falle. Das ist ja auch, in Deutschland gibt es da einige. Ich glaube Bayern, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Also ein Kommissar, der da unterwegs ist. Hast du auch einen Kommissar? Ja. Logischerweise. Ich habe auch einen Kommissar, einen ganz jungen, der heißt Felix Findeisen. Also da ist schon der Name ein bisschen Programm. Findeisen. Ja. Und er findet natürlich auch den Mörder, ne? Ist ja klar irgendwo. Okay. Und hat er dann auch so typische Züge? Das ist ja auch so, ne? Dass man sich macht, wie erfindet man denn einen Kommissar? Also ich habe einen Kommissar erfunden, der überhaupt kein richtiger Kommissar ist. Also es ist eher so ein ganz normaler, netter, junger Mann von nebenan, fast so ein bisschen ein Versicherungsvertreter als ein Kommissar. Und sein Kollege, der ist aber schon etwas älter, das ist so ein richtiger kauziger Kommissar. Und die Gegenspieler. Ja, die beiden kommen sich natürlich auch immer mal ins Gehege. Und wenn du jetzt sagst Meißen, wo genau, also bist du da auch öfter, logischerweise gehe ich davon aus, im Meißen unterwegs gewesen, also wo sind da so die Orte, wo das spielt? Die Orte, die darf man natürlich nie nennen, weil das Ganze ja authentisch ist. Also ich kann dazu nicht so viel sagen, sondern man muss das ein bisschen anonym lassen. Ansonsten bekommt man Ärger mit denjenigen, die sind halt noch am Leben. Ne? Ach so, okay. Aber man merkt schon, dass das in Sachsen, in Meißen dann und Umgebung spielt. Ja, okay. So eine kleine Serie planst du da schon um Kommissar Findeisen herum. Genau, weil er einfach so sympathisch ist und weil er auch der Verlegerin so gut gefallen hat, sie hätte ihn wahrscheinlich am liebsten geheiratet. Okay. Bei welchem Verlag verlegst du denn überhaupt? Ganz unterschiedlich. Also die ersten 3 Bücher, die ersten 4 Bücher sind bei Amicus erschienen. Das ist in Thüringen, bei Sonneberg. Und ja, das 5. Buch, das ganz hier unten liegt. Ja, und ein Kinderbuch hast du auch geschrieben. Ja, Mensch, du bedienst ja fast jedes Genre. Das hatte ich vor, ja. Ja, das Kinderbuch, das ist
hat eine längere Geschichte. Das ist als erstes beim Axiomi Verlag in Königstein erschienen. Dann ist der Verlag leider pleite gegangen und wurde vom Caro Verlag aus Müncheberg bei Berlin übernommen. Und da haben wir nochmal eine zweite Auflage davon gemacht, weil die erste schon ausverkauft war. Und das wollte ich nämlich auch fragen, findet man denn hier lokal in Buchhandlungen deine Bücher oder online? Online bei mir und wahrscheinlich demnächst auch in Meißen, weil dort eine neue Buchhandlung aufmacht, die sich speziell um Autoren und Verlage, um kleine Verlage kümmert, die nicht die Chance haben, sich in großen Buchhandlungen wie Thalia da freizumachen. Okay, also ich würde sagen, hier liegt einiger Lesestoff und wir wollen Sie zu Hause natürlich jetzt auch nochmal entführen in den neuesten Kriminalroman von Anne Krahl, Mein Schnee, wo die Hauptfigur Johanna in ihrem neuen Zuhause einige Entdeckungen macht, so würde ich es vielleicht am besten formulieren. Und du hast jetzt eine Sequenz noch ausgesucht, die logischerweise, wir verraten nicht das Ende, aber wo im Roman befinden wir uns jetzt? Also was passiert so gerade, an welcher Stelle sind wir? Also wir sind noch so im ersten Drittel und es passieren viele, viele verschiedene merkwürdige Dinge, die sich nicht erklären lassen und die sie halt immer wieder mal an den Rand des Wahnsinns bringen. Gut, also da entführen wir Sie jetzt nochmal in diese mystische Geschichte, natürlich unterlegt mit der wunderbaren Musik von unser Pianist, deinem Pianisten Olli nimmt sich. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen, liebe Zuschauer, entweder natürlich mal zu dem einen oder anderen Buch hier von unserer lokalen Autorin greifen und am 1. November bei euch mal vorbeikommen, sich das Ganze anhören, beziehungsweise auf eurer Website mal nachgucken, wann die nächsten Termine sind. Ne? Ja, genau. Also die geben wir immer ganz schnell bekannt, soweit wir sie wissen. Gut, dann würde ich sagen, wir lauschen euch noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Der Wind ließ die maroden Fensterflügel aneinanderschlagen. Mal drückte er sie ein Stück herein, dann zog er sie wieder mit sich. Johanna erwachte aus einem unruhigen Schlaf. Sie atmete tief durch und strampelte sich frei. Mit nackten Füßen tappte sie nach draußen. Christians entspannte Atemgeräusche verstummten hinter der geschlossenen Tür. Im Haus knisterte und knackte es. Mit urtümlicher Kraft drückte der Wind gegen die lockeren Dachziegel. Pfeifend zog es durch die schmalen Ritzen. Große Regentropfen prasselten an die Fenster. Dünne Rinnsale bildeten sich, liefen herab und sammelten sich an den rissigen, morschen Wetterschenkeln. Das Knistern und Knacken wurde lauter. Ein kalter Lufthauch streifte Johannas Wange. Ein Hauch wie aus einem Gefrierschrank. Die feinen Gesichtshärchen stellten sich auf. Ein zweiter Hauch traf die andere Wange, eiskalt und haarsträubend. Johanna zitterte. Der Wind jaulte um die alten Mauern. Aus dem Keller stieg widerlicher Geruch nach oben, feucht und faulig. Johanna säuselte etwas ins Ohr. Sie hielt inne. Der Hauch, der um ihre Wangen strich, raunte ihr gedämpft zu. Vernahm Johanna die zaghafte, tiefe Stimme. Es klang wie ein trauriges Stöhnen, wehleidig und schmerzvoll. Ertönte es ein weiteres Mal, deutlich lauter und klagend. Johannas Beine zitterten,
Sie lief den Flur entlang, die Treppe nach unten. Im Wohnzimmer blähte eine heftige Böe die Gardinen. Das angewirbelte Fenster sprang unter ungestümem Druck auf. Regen peitschte zur Öffnung hinein. Donnernd fiel die Tür ins Schloss. Das Raunen wurde stärker. Aus jedem Winkel des Raumes schien es hervorzubrechen. Johanna hielt sich die Ohren zu. Ein heftiger Windstoß wirbelte Blätter herein, hob die Tischdecke hoch, ließ Gläser klingen. Bücher fielen aus dem Regal. Papier flog umher. Der kleine Schachtisch hob vom Boden ab, kippte zur Seite und entließ die hölzernen Figuren prasselnd auf den Boden. Der Sturm zerrte an den Bildern über dem Kamin, riss sie schließlich herunter. Klirrend zerbarst das Glas. Splitter sprangen über das Parkett. Zwei feuchtkalte, grobe Hände umfingen Johannas Leib, glitten weiter hinab. Über den Rücken zog eine Gänsehaut. Sie spürte die unsichtbare Kraft, die sie zu Boden zwang. Ein letztes Mal bäumte sie sich auf. Dann überkam sie eine tiefe Ohnmacht. War die Nachtschicht bei Curry und Co. aus Liebe zur Wurst in der Neustadt und am Schillerplatz.